Servus und herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen zum Livestream von King of Retail. Bin gespannt, ob es heute auch jemand schafft, mit reinzukommen. Ich werde deswegen auch gleich loslegen. Servus Tom, guten Morgen von der Arbeit gewünscht. Jawohl, Dankeschön. Auch so einen guten Morgen. Ich steige auch direkt ein ins Game. Keine Zeit verlieren. Die Zeit nutzen. Kampagne. So, aktuelles Spiel. Da lief es ja schon ganz gut. Ich hoffe, dass die Verkäufe genauso laufen, wie es bei dem beim gestrigen Stream war. So, ich glaube von den Arbeitern, das kann ich auch so lassen. Habe ich irgendwie vergessen, was zu bestellen oder so? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte heute auf jeden Fall, auf die letzte Sekunde habe ich mich hierher gesetzt. Also das war wirklich sehr knapp heute früh, weil ich Probleme hatte ein bisschen mit meinen Tonspuren. So, nee, ich wollte gucken hier, Mindestlagerbestellung. Nee, ist alles bestellt, okay. Passt. Normalerweise würde ich sagen, passt das auch alles. Von daher gehe ich doch gleich mal raus. Ich hoffe, das passt auch vom Ton. Soweit. So, zumindest schon mal Level 14. Was haben wir da? Bekannter Laden, ne? Ab 15 ist Alltagsgeschäft. Servus. Servus. So, Konzernvermögen ist ja gerade mal 4000. Das ist nicht viel. Da müssen wir schon noch einiges ranklotzen hier. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch sinnvoller wäre, die Preise ein bisschen runter zu setzen. Weil ich sage mal so, wenn ich jetzt 10 Artikel verkaufe, wo ich 100 Profit mache, naja gut, das ist eigentlich immer ist schwierig zu sagen, ne? Wenn die mehr kaufen würden, das wäre natürlich gut. Aber ich denke, dass wirklich ein bisschen die Preise auch abschrecken. Deswegen gehen auch viele wieder. Na gut, wir lassen es auf jeden Fall wieder hier turbomäßig laufen. Wieder schön die Kundschaft beobachten. Aha. Was hat jetzt der noch gebracht? Hä? Hat mir da eins gefehlt? Oh, da fehlt mir tatsächlich eins. Frage ich mich jetzt auch, warum hat er das jetzt nicht? Naja, gut. Das ist halt einfach der Lieferdienst, ne? Ich versuche jetzt mal mitzuzählen, wie viele reinkommen, gucken und wieder rausgehen. Bis jetzt waren es 3. Jetzt sind wir schon bei 8. Oje. Du kannst dir ein paar Handys runtersetzen und ein Regal vielleicht nur teuer lassen. Oder 2 Regale. Und dann eben die anderen, ja 10 sind es auf jeden Fall schon, die einfach wieder rausgehen. Da popeln wir dann einmal ein bisschen rum, wenn wir wieder im Büro sind. Also ich meine, der ist schon mal positiv gestimmt gewesen, geht aber wieder. Hey, have a minute. Okay, jetzt liegt's an dir. Und dann liegt's an ihr. Gut. Thanks. Warum der Torge immer noch eine Pause macht, obwohl der Malte oder wie er heißt. Warum der immer noch eine. Oh, schön. Immer noch eine Pause macht, obwohl er schon Feierabend hat. Ist wahrscheinlich noch in den Einstellungen irgendwie so drin. Zwei Artikel wäre schon super. Ich denke nämlich mit der Mannschaft, 3 draußen, über den Tag verteilt, also einer über den Tag verteilt draußen und einer hier innen, ist es ganz gut. Okay, haben wir schon mal 2 Artikel und damit haben wir auf jeden Fall unsere Unkosten drin.
Thanks. So, die letzten zwei noch. Ich denke auch von den Ladenöffnungszeiten ist es auch okay. Thank you. Thanks. Ja, manche Leute würden vielleicht sogar zwei Artikel kaufen, ne? Ich meine, wenn man, als ich die Preise ja normal hatte, war es ja schon so, dass die dann teilweise vielleicht auch zwei oder drei Artikel gekauft haben. Aber liegt natürlich auch immer an der Ware, ne? Thanks. Oh, jetzt nochmal ein 1500er. Thanks. Hi, spare 2 seconds. Thanks. Schade. Liegt natürlich auch sehr viel am Renommee, ne? Wie viele Kunden dann auch reinkommen. Man kennt es ja, dass der Laden auch überrannt wird von Leuten irgendwann. Hey, a little help. Feierabend. Thank you. Komm, nimm noch was. Schade. Schade, schade, okay. 4 Artikel. Bestellen. Von den Prozenten her können wir das ja. Ich weiß es nicht. Dass man die Preise dann ein bisschen runtersetzt nochmal. Mal gucken. Mal gucken. Ja, also Plus haben wir definitiv gemacht. 2 sind krank. Jawohl. Naja, gut. Morgen dann wir. Morgen Baubers schlaflose Nacht gehabt. Nicht wirklich. Aber schlecht eingeschlafen. Die Arbeit macht mich halt fertig. So, baldige Neuverhandlung. Aha. Fühlt sich krank und fühlt sich krank. Bestellen wir noch was? Also nochmal zusätzlich was? Machen wir nicht, ne? Wir schauen mal auf die Zusammenfassung. Vielleicht ein bisschen runtersetzen, aber Prozente dann auch ein bisschen runter. Vielleicht anstatt 1500 nur 1300 oder so. So früh schon live? Yes. Gestern auch schon. So, das war Kaufpreis, Verkauf. Keine Ahnung, dass ich die jetzt ungefähr auf 1500 mache. Einfach mal ein bisschen was runtersetzen, ne? So. Ach so, das sind die mittendrin. Weil ich auf Lager gemacht habe. Okay, dann machen wir die hier. Na, die würde ich lassen auf 990. Und die vielleicht. Oh, na komm. Ich mache es alles ein bisschen runter. Ich denke mal, dass die Schwelle schon ein gewisses Maß hat. Und dann machen wir die hier auf 800. So. Schade, dass es mit dem Tab nicht funktioniert. Ich bin jemand, der gerne mit Tab arbeitet. Haben wir die jetzt alle mal runter und dann haben wir noch die Tablets. Und die dann halt auf 1200. So. Probier mal halt einfach mal, ne?
So. Zwei krank, sprich einer, der reinholt und einer, der verkauft. Aber das sollten wir schaffen, oder? Trotzdem. Ich denke, das schaffen wir trotzdem. Werbung können wir schalten. Mobilgeräte machen wir allerdings so. Oh, warte mal. Schnäppchenjäger machen wir. Und die Bauern. So. Zwei Tage kaufen. Und ab in den Laden. Und dann ändern wir mal die Prozente nun ein bisschen. 15, das ist ja auch schon mal gut. Oh wow, vielen herzlichen Dank für die ganzen verschenkten Abos. Vielen herzlichen Dank. Insgesamt schon 10 verschenkte Abos. Wahnsinn. So, gucken wir mal. Wir machen hier jetzt mal 39. Ich gehe jetzt einfach mal um 10% runter bei allen. Da machen wir 55. Da mache ich jetzt 49. Dafür machen wir hier nur 46. So, gut. Und hat alles mitgebracht, ja. Oh, einen Schluck Wasser trinken. Ich habe nur leider kein Wasser da. Ich hoffe, Kaffee ist auch in Ordnung. Vielen Dank. In der Früh haue ich mir immer schon einen halben Liter Wasser so rein. Bevor ich mir den ersten Kaffee mache. Warum sind die krank? Also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das an der Pause liegt, weil 4 Stunden zu arbeiten ohne eine Pause ist, denke ich mal, machbar. So, lass mal wieder rennen. Ich lasse dir jetzt halt auch mit den Armen wedeln. Thanks. Hey. Thank you. Cool würde ich noch finden, wenn vielleicht auch das Geld, was man eingenommen hat, auch gut geschrieben wird für den Konzern dann. Ja. Thanks. Guten Morgen. Thanks. Oh, danke, Dorne. Schönen guten Morgen. Jo. Einen wunderschönen guten Morgen. Thanks. Es ist noch sehr früh. Ich bin mal gespannt, ob ich es morgen früh auch schaffe. Ich habe vorhin schon rum überlegt, ob ich morgen dann auch um 8 Uhr wieder den Stream mache. Weil ich habe echt extrem viel auch noch zu schneiden. Aber na, muss ich mal schauen. Der hier war jetzt im Grunde auch nicht wirklich angekündigt. Nur gestern im Stream habe ich den dann mal angekündigt. Thanks. Oh, haben wir schon wieder einen, der klaut. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt hat durch die Alarmanlage geschnappt wird oder nicht. Ja. 2 Handys gleich, du Sauhund, ey. Ehrlich wahr. Die sollen lieber was kaufen. 1200, das ist doch schön. Gerne will unseren Bobos unterstützen. Achso, ich bin der Daniel. Dann vielen herzlichen Dank, Daniel. Ach, die klauen auch mehr? Hm. Das kann durchaus sein, ja. Das hatte ich, glaube ich, nicht beim gestrigen, sondern beim vorletzten. Da hatte ich das auch, dass mal jemand 2 Teile geklaut hat. Und die Meldung kommt halt trotzdem noch, ne? Weil geklaut wurde es ja nicht wirklich. Ich habe dann ja geschnappt.
schaut's mit den Zielen aus eigentlich? Ich bin immer noch unbekannt bei Bauer. Also die 30 Artikel haben wir, aber... Vielleicht sollte ich mehr auf Bauer trimmen, die Leute. Ich weiß nicht. So. Die Abendschicht, die reißt jetzt raus. 10 Verkäufe. Thanks. Komm, Raphael, leg dich ins Zeug. Thanks. Oh, yes. Excuse me. Marius, komm. Ah, schade. Aber er hat was gekauft, das ist ja auch schon mal gut. Also die beiden Plätze sind wirklich sehr wichtig am Anfang. Thanks. Muss man mal gucken, wie ich das Segment Bauer hochbekomme. Das ist schade, dass man nicht denen draußen sagen kann, welche Zielgruppe sie mehr ansprechen sollen. Das stimmt, ja. Die sprechen halt die an, die dann vor der Tür stehen bleiben mit diesem Zeichen über dem Kopf, ne? Hey, a little help. Thank you. Thanks. Thank you. Und es werden halt wirklich nur die angesprochen, die dieses Fragezeichen da über dem Kopf haben. Thanks. Komm. Ach, schade. Wäre jetzt gut gewesen. So, Mindestlager, 3 Artikel. Aber ich glaube, so kann man es schon lassen jetzt von den Preisen her. So, ihr Jungs könnt auch heimgehen. Oder Flyer verteilen, ja. Eigentlich finde ich es ein bisschen immer schade mit den Flyern. Es gibt tatsächlich ja in manchen Städten sowas, wo die dann draußen stehen und Flyer an die Leute verteilen. Aber die landen eh meistens irgendwo am Boden oder im Müll. Oh ja, warum Flyer mit einem Schild zum Wedeln? Gibt's ja auch, in Amerika ist das sehr häufig, ne, dass die dann mit solchen Schildern auf der Straße stehen und da Tänze aufführen. So, bestellt habe ich. Die Leute sind eigentlich ganz richtig eingestellt. Wir machen auf jeden Fall immer einen Plus. Ist doch gut. Wir könnten trotzdem, ich weiß nicht, da bin ich halt wirklich auch ein bisschen, ja, aufgeschmissen, muss ich sagen, weil ich da nicht weiß, was ich machen soll, ne? Hier kann man Level verstärken, Segmenttraining, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, dass die mehr auf Bauern gehen soll. Ich kann es ja mal probieren. Oh, zur Schulung schicken geht nicht. Ach so, das habe ich jetzt auswählen können. Artikeltraining. Vorteile. Verkauf dauert länger, hat aber die Chance auf einen höheren Effekt. Das will ich ja nicht. Höheren Effekt, Lieblingsstücke. Das ist halt sehr viel, ne? Also irgendwann hat man das natürlich auch drin, aber... Warteschlange, Massenauspacke. Aufruf zum Handeln, ein Beitrag... Achso, das ist Werbung. Social Media Experte, Push-Benachrichtigungen... Oh wow, vielen Dank, Tom, für das Abo. Wuhu, 8 Monate.
toll, Dankeschön. Starte den Tag mit einem extra Produktivitätsboost. Zweiter Wind. Bekomme nach einem erfolgreichen Verkauf eine kleine Menge Energie. Bekomme zufällig einen Stimmungsschub. Ja, Stimmungsschub, ist das jetzt halt dann positiv oder negativ auch? Bekommt einen Produktivitätsbonus, wenn viele Kunden da sind. Machen wir doch das mal. Bekommt einen Stimmungsbonus während der Arbeit in einem wieder aufgefüllten Laden. Machen wir halt das einfach mal zur Schulung schicken. Machen wir jetzt. Ach so, da kann ich sogar die Schulungen anschauen. Okay. Die ist jetzt auf Schulung. Alles klar. Mal gucken. Mal gucken, wie es läuft.